der Tierherberge. Wir haben ja schon immer gesagt, damals, wenn wir das vorgestellt haben, Begegnungsstätte für Mensch und Tier, und das ist uns halt auch wichtig, dass wir Leute zu uns in die Tierherberge, also dass zu uns auch kommen, die nicht gerade unbedingt ein Tierhaftung da haben, sondern wir wollen eigentlich alle Menschen hier zusammenfassen, sage ich ganz einfach mal so. Das freut uns so, dass wir haben. Als erster bunter Hund, das haben wir noch nie da gehabt, jetzt mit der Ausstellung da beginnt. Ja, und ich darf an Manfred oder Roland, wer immer, ja, Wort übergeben. Ja, genau. Ja, wir und wer. Eigentlich brauche ich ja nicht mehr dafür zu sagen. Also, das heißt, wir haben uns gedacht, als Tierschutzreferent und Vorsitzender des Tierschutzvereins, wenn wir so ein schönes Tierheim bekommen, durch die Stadt Pfaffenhofen ermöglicht worden, und es soll eine Begegnungsstätte werden, nicht nur für Mensch und Tier, sondern eben auch für die Kunst, damit man halt sich dann auch über die Kunst wiederum dann näher kommt oder auch unterhalten kann. Und der Mani ist ein bunter Hund, bereits in Pfaffenhofen wohl bekannt und auch über die Grenzen Pfaffenhofens bekannt. Und wir waren dann zusammengekommen und haben gesagt, du Mani, habe ich gesagt, wie war es eigentlich, wenn wir da mal was organisieren könnten, wen kannst du dir vorstellen? Da hat er eigentlich spontan und ganz schnell zugesagt, und deswegen nochmal herzlichen Dank, Mani, dass du eigentlich der Erste bist, der sich dann auch traut, hier im Tierheim mal was Neues auszuprobieren. Er hat eigentlich Bilder dabei vom Bunker, die er damals gemalt hat. Das sind also nicht Duster oder sonst irgendwas, sondern er hat sich damals inspirieren lassen von den Codes, die an den Leitungen sind. Und die Bilder sind also unten Richtung, ja, Hunde- und Katzenkäfige. Und dann hat er eben auch noch verschiedene Techniken, wenn er da an, also Acryl, Aquarell und dann auch Mischtechniken. Seidenmalerei ist dabei. Und nicht zum Schluss muss man erwähnen, dass der Manfred nicht nur von Kunst und Liebe leben kann, sondern er braucht halt dann auch Unterstützer, und die Bilder sind also dann auch käuflich zu erwerben, muss man auch dazu sagen. Genauso wie. Darf ich Sie denn kurz unterbrechen? Ja. Wenn jemand was erwirbt, also ein Drittel von so einem Gemälde geht dann zugunsten der Tierherberge. Das hat also der Manfred auch gesagt, und da muss man also auch dafür dankbar sein. Das heißt, das, was hier an Ausstellung ist, das sind also teilweise ältere Kunstwerke, aber auch neueren Datums. Draußen stellt es ungefähr fast ein Quadratmeter weiße Leinwand. Das ist also auch käuflich zu erwerben. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann das also machen, weil der Mani hat dann gesagt, dann wird er das Bild fertig malen. Also das ist ein neuer Ansporn, das heißt also eine neue Technik, die er dann vielleicht ausprobiert oder lässt sich inspirieren von wem auch immer. Aber wie gesagt, das ist also auch käuflich zu erwerben. Und der Katalog ist also auch hier da. Das ist nicht so wie früher, dass man sagt, man gibt also da was rum, wo jeder was nachschauen kann, sondern das ist eigentlich die Kunstwerke, die hier ausgestellt sind, mit Preisangabe. Ist sehr viel. Natürlich nicht vergessen, die zweite Bürgermeisterin von Geroldsbach, Frau Schwertfilm, zu erwähnen. Dann haben wir, glaube ich, noch Vertreter aus Münster da. Genau, die ist auch über. Und die Presse darf ich nicht vergessen. Da sagen wir Bewohner, genau. Und unseren Altbürgermeister, Hans Brechter. In dem Sinne, Manfred, wenn du noch was sagen wirst über deine Kunstwerke, Habel im Heim, glaube ich, hat ganz gut gepasst. Das war ein guter Titel. Und vor mir schon kommen wieder. Ja, genau. Die werde ich nicht gleich abhalten. Ich nehme ihn schon wieder. Ja, ich glaube mir jetzt für den neuen Platz in Pfaffenhofen, wo man im Prinzip wieder Kunst machen kann. Die Idee war ja erst mit einem Raum der Lesungen. Und dann hat es tatsächlich Bilderleisten aufgehängt. Und so bin ich mit dem Dörfler zusammengekommen und dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich einen ganzen Keller voll davon, das probieren wir einfach mal aus. Und dann schauen wir mal, ob wir Leute reinkriegen. Die Tierheim ist schon einmal ein Problem. Das hat immer so einen Heimcharakter. Pfaffenhofen heißt Tierherberge. Deswegen ist auch der Titel entstanden, Habel im Heim. Das ist ein bisschen auf Absurdum zu setzen. Und nie da hinter dem Käfig zu da, sondern das Gegenteil von dem nach außen zu tragen, was da drin ist. Die Leute ein bisschen neugierig machen. Zum Hänger ist nicht einfach da herin, weil es einfach Zweckarchitektur ist. Also, das ist jetzt nicht everybody's Wohnzimmer,
aber ich habe es mit Hilfe meiner Gattin doch einigermaßen hingebracht, mit vielen Leitern, der Taschen hat uns auch noch geholfen dabei, tagkräftig, dass wir wird auch mal eine neue Erfahrung gemacht haben, wenn man so die Brüder am Band bringt, dass das Hänger allein auch schon wieder Kunst ist. Ich wünsche im Prinzip alle viel Spaß damit. Die Inhalte bei den Brüdern, das ist wie immer, entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Ich sage immer, man kann für niemanden ein Brüdel malen, das müssen die Leute schon selber wissen. Weil letztendlich interpretiert es wieder jeder so, wie er es selber gerne haben darf. Diese weiße Leinwand da draußen, die kommt aus dem Tabula Rasa Zyklus, den ich damals in der Städtischen Galerie gemacht habe. Wo also erst mal jemand den Mut haben muss, sich eine weiße Leinwand zum Kaufen, und ich habe mich dann mit ihm zusammen und mal dann mit ihm oder von ihm oder über ihm ein Brüdel. Und es hängt in der Stadt schon eins drin, der ganze Stadtrat hat damals ein Labyrinth gekriegt. Der Kerlin von der Volksbank hat eine Hopfendolde mit lauter Euro-Scheine drin. Mhm. Hans Schaller hat ein Porträt gekriegt, ein Schallers Portalus. Also es gibt da eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, aber es ist halt einfach wunderdünn. Also dem muss man es halt einfach aufbringen. Also eine weiße Leinwand ist also nicht bloß was zum Lachen, sondern da ist schon was dahinter. Ansonsten wünsche ich alle viel Spaß, viel guten Appetit bei Kaffee und Kuchen, vielen Dank für die Bewirtung und dann wünsche ich noch gute Begegnungen, schöne Gespräche und tragt es weiter, dass man da ja nicht bloß Viecher anschauen kann, sondern auch Kunst und dass das einfach ein Haus ist, das Pfaffenhofen so verdient hat, weil so ein schönes Heim für Tiere, so eine schöne Herberge, weil es ist eine Herberge, es ist kein Heim. Da muss ich immer wieder mit dem Text aufpassen, das gibt es nicht irgendwo. Und das hat lange gedauert und viele haben mitgeholfen und da glaube ich, auf dem Platz in Pfarrhofer Schiene geht es gar nicht mehr. Da kannst du im Sommer fast einen Biergarten aufmachen. Das ist ideal. Also, viel Spaß. Wer noch Fragen hat, ich stelle die Verfügung. Und ansonsten.